Hallo ihr Lieben, ich bin Medi und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe für euch heute einen neuen Yoga-Vinyasa-Flow mitgebracht. Das heißt, es wird wieder dynamisch, es wird kraftvoll, es wird energiegeladen. Der Energy-Flow steht einfach wirklich für neue Energie, für Kraft und für neue Inspiration. Wie immer braucht ihr nichts weiter außer einer Unterlage und bequeme Kleidung. Wir fokussieren heute vor allem die untere Körperhälfte, sprich wir machen einiges für unsere Bein- und Gesäßmuskulatur, aber haben auch einiges an Herzöffnen mit dabei. Es wird also nicht unanstrengend, das sage ich euch gleich, aber wie ihr es ja auch gewohnt seid, gibt es natürlich genug Raum und Platz für Entspannung und auch für die wohlverdiente Schlussentspannung des Shavasana am Ende dieser Einheit. Ich hoffe, ihr könnt es genießen und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Wir beginnen in der Haltung des Kindes. Stirn zum Boden, Arme nach vorne oder nach hinten ausgestreckt. Schenk dir 3 tiefe Atemzüge hier, um anzukommen. Nochmal tief einatmen und ausatmen. Noch einmal so tief ein und vollständig aus. Wunderbar. Von hier aus finde deinen Weg in den Vierfüßlerstand. Die Hände sind schulterbreit, Finger weit aufgespreizt. Die Daumen schauen sich an, Mittelfinger zeigen geradeaus. Die Knie sind hüftbreit auseinander. Von hier aus streck dein rechtes Bein nach hinten raus und nimm deinen linken diagonalen Arm mit dazu. Zieh dich lang nach vorne und hinten auseinander. Senk die rechte Hüfte leicht ab. Behalte die Bauchspannung. Achte unbedingt darauf, dass du nicht ins Hohlkreuz fällst. Halte mit einer aktiven Körpermitte gegen. Dann atme ein hier. Und mit der Ausatmung bring rechtes Knie und linken Ellenbogen zusammen. Einatmen, nochmal strecken, zieh dich lang nach vorne und hinten auseinander. Ausatmen, Knie und Ellenbogen wollen sich berühren, mach dich ganz rund. Noch einmal so, einatmen, zieh dich auseinander. Und ausatmen, Knie und Ellenbogen wollen zusammen. Einatmen, strecken. Achtung, nächste Ausatmung. Beug dein rechtes Bein und greife mit deiner linken Hand von hinten deinen rechten Fuß bzw. dein rechtes Fußgelenk. Und dann schieb den Fuß in die Hand, schau nach vorne. Spür die Weite, die Öffnung im Herz- und Brustraum. Und dann atme. Hole deinen ruhigen und bewussten Atem zurück. Bring Ruhe in diese Asana, auch wenn es anstrengend wird. Bleib noch 2 Atemzüge hier. Nochmal tief einatmen und ausatmen. Achtung, nächste Einatmung. Löse auf, streck nochmal Bein und Arm diagonal nach vorne und hinten raus. Und dann bring die linke Hand unter die linke Schulter. Stell den rechten Fuß seitlich quer auf, hinter den linken und heb deinen rechten Arm für deine Seitbalance. Sehr gut. Schieb deine rechte Fußaußenkante mehr in den Boden. Zieh den rechten Arm lang nach oben, gib Aktivität rein bis in die Fingerspitzen. Halte die Bauchspannung, aber entspann dein Kiefer. Achtung, mit der nächsten Einatmung zieh dich der rechte Arm nach oben, lehn dich zurück und mit der Ausatmung komm in deine Seitbalance. Der rechte Arm zieht über den Kopf, rechtes Bein parallel zum Boden. Noch 3-mal so. Mit der Einatmung ziehst du dich nach rechts, linker Arm zieht zur rechten Seite, komm nach oben und ausatmen zurück in die Seitbalance. Prima, noch 2-mal. Mit der Einatmung richte dich auf, lehn dich zurück
Und mit der Ausatmung komm in die Seitbalance. Bauch fest, finde die Balance. Letztes Mal. Einatmung, richte dich auf, zieh dich zur rechten Seite. Und ausatmen, komm in die Balance. Halt, prima. Nächste Einatmung, rechtes Bein zum Boden, rechten Arm in die Luft. Und mit der Ausatmung alles auf Anfang zurück in dein Vierfüßler. Das gleiche auf der linken Seite. Streck dein linkes Bein nach hinten raus und nimm deinen rechten diagonalen Arm mit dazu. Zieh dich lang nach vorne und hinten. Senk die linke Hüfte leicht ab, dass die Hüftknochen auf einer Linie bleiben. Rechte Daumen zeigt nach oben, Handfläche zur linken Seite. Dann atme ein hier, finde Länge nach vorn und hinten und mit der Ausatmung rechten Ellenbogen und linkes Knie unter dem Bauch zusammenbringen, werde rund. Noch zweimal so, mit der Einatmung Länge nach vorn und hinten, zieh dich auseinander und mit der Ausatmung Knie und Ellenbogen zusammen. Letztes Mal, einatmen, streck dich. Und ausatmen, Knie und Ellenbogen, mach dich rund. Einatmen, strecken. Achtung, ausatmen, linkes Bein beugen und mit der rechten Hand von hinten Fuß oder Fußgelenk greifen. Schieb den Fuß in die Hand, schau nach vorn. Spür auch hier wieder diese großartige Öffnung. Atme tief und gleichmäßig. Sehr schön. Entspann den Kiefer, entspann den Punkt zwischen den Augenbrauen, bring Ruhe rein. Bleib noch zwei Atemzüge hier. Noch ein Atemzug. Und mit der nächsten Einatmung löse auf, streck nochmal nach vorne und hinten aus. Und dann bring die rechte Hand unter die rechte Schulter und stell den linken Fuß seitlich quer auf, in einer Linie zum rechten Fuß. Heb deinen linken Arm nach oben für die Seitbalance auf der anderen Seite. Solange der linke Fuß noch am Boden ist, schieb die linke Fußaußenkante wirklich gut nach unten in deine Matte. Spür den Kontakt zum Boden. Schaff dir hier Sicherheit. Bau dir dein eigenes Fundament von unten heraus. Der linke Arm zieht nach oben, Aktivität bis in die Fingerspitzen. Achtung, mit der nächsten Einatmung zieht der linke Arm nach oben, du richtest dich auf, lehnst dich zurück. Und mit der Ausatmung kommen die Seitbalance, linker Arm zieht lang über den Kopf, linkes Bein parallel zum Boden. Noch dreimal so, mit der Einatmung richte dich auf, lehn dich zurück. Der rechte Arm zieht zur linken Seite und ausatmen, komm in deine Seitbalance, halte die Bauchspannung. Noch einmal so, mit der Einatmung richte dich auf, lehn dich zurück und mit der Ausatmung komm in die Balance, halte. Achtung, nächste Einatmung, linkes Bein zum Boden, linken Arm heben und mit der Ausatmung alles auf Anfang zurück in den Vierfüßlerstand. Super. Von hier aus stülp die Füße um und schieb dich zurück in deinen ersten herabschauenden Hund. Gerne den Schritt so ein bisschen vergrößern und dann lauf hier auf der Stelle, indem du die Fersen abwechselnd zum Boden schiebst, deine Beinrückseiten aufwärmst, aktivierst. Und lass die Beine gerne leicht gebeugt. Dann pendel dich langsam wieder ein. Wir fließen durch ein sogenanntes Vinyasa. Dafür rollst du mit der nächsten Einatmung nach vorne in die schiefe Ebene. Ausatmen, senk ab. Einatmen, kleine Kobra, langer Nacken. Aus, Stirn zum Boden mit Länge ablegen. Einatmen, schieb dich zurück Richtung Fersen, stülp die Füße um. Und ausatmen, streck die Beine, herabschauender Hund. Wir machen direkt weiter.
Ein, heb dein rechtes Bein lang nach hinten und oben raus. Aus, rechts Schritt nach vorn zwischen die Hände. Jetzt zieh die Fingerspitzen zum Boden. Linke Ferse gehoben. Mit der nächsten Einatmung richte dich auf, komm in den Skispringer, zieh die Arme lang nach hinten. Gib Aktivität rein bis in die Fingerspitzen. Atme, bleibe stark in deiner Körpermitte, stark in den Beinen. Achtung, mit der nächsten Einatmung richte dich auf, Krieger 1. Wir bleiben im Flow. Ausatmung, öffne dich zur rechten Seite, linker Arm zieht nach vorne, rechter zurück und die Beine strecken. So viel gleichzeitig, ich weiß. Wir probieren es mit der Einatmung, rechtes Bein beugen, Arme heben, Blick nach vorne, Krieger 1. Und mit der Ausatmung wieder nach rechts öffnen, Beine strecken. Noch zweimal so. Mit der Einatmung, Krieger 1, Bein gebeugt. Ausatmen, öffnen nach rechts, Bein strecken. Letztes Mal. Einatmen, Krieger 1, Virabhadrasana 1. Und ausatmen, öffne dich nach rechts, streck dein rechtes Bein. Einatmen, komm zurück, Krieger 1. Und Achtung, ausatmen, komm in deinen Krieger 2. Arme ziehen nach vorne und hinten, linken Fuß seitlich quer aufgestellt. Dann atme ein hier. Und mit deiner Ausatmung komm in den ausgestreckten Winkel, bring deinen rechten Unterarm auf rechten Oberschenkel, zieh den linken Arm lang nach vorne über den Kopf. Yes. Und dann atme. Vergiss niemals zu atmen. Ja, unser Atem ist unser bester Lehrer. Er zeigt uns, wo wir vielleicht einen Gang zurückschalten müssen und wo vielleicht noch mehr geht. Nimm die linke Schulter wieder etwas mehr zurück ins Gelenk. Dreh die linke Handfläche Richtung Kopf. Wenn du fortgeschritten bist, dann komm gerne von hier aus in die gebundene Haltung. Bringe dafür deine linke Hand hinter den Rücken und greife mit deiner rechten Hand unter deinen rechten Oberschenkel hindurch deine linke Hand. Genau. Wenn du magst, dann streck dein rechtes Bein. Und egal in welcher Variante du dich befindest, rotier die linke Schulter wieder mehr nach außen. Schaffe Platz. Noch zwei Atemzüge in deiner Variante, egal welche. Nochmal tief einatmen. Und ausatmen. Yes. Wenn der gebundenen ist, wieder lösen, nochmal in deinen ausgestreckten Winkel kommen. Und dann mit der nächsten Einatmung geht's zurück in den Krieger 2. Und mit der Ausatmung kurbel nach unten in den dreibeinigen Hund. Mit der Einatmung roll nach vorne, dreibeiniges Chaturanga, aufschauender Hund. Lass den Bauch fest, nimm die Schultern zurück. Und aus, herabschauender Hund. Nochmal tief einatmen und ausatmen. Andere Seite. Ein, linkes Bein heben. Aus, links Schritt nach vorn zwischen die Hände. Hüftbreiter Stand, rechte Ferse in der Luft, die Fingerspitzen zum Boden. Nächste Einatmung, komm in deinen Skispringer, heb den Oberkörper und zieh die Arme lang nach hinten neben den Körper. Genau. Halte die Bauchspannung. Bleibe stark in den Beinen. Achtung, nächste Einatmung. Richte dich auf, die Arme heben, Krieger 1. Und mit der Ausatmung öffne dich zur linken Seite, streck dein vorderes Bein. Yes. Du weißt, wie es funktioniert von der anderen Seite. Noch dreimal. Mit der Einatmung komm in deinen Krieger 1, Arme heben, Beine gebeugt. Und mit der Ausatmung öffne dich zur linken Seite, Bein gestreckt. Noch zweimal so. Einatmen, Krieger 1, Blick nach vorne. Und ausatmen, öffne nach links, linkes Bein strecken. Ja,
Letztes Mal so, mit der Einatmung kriege 1. Und mit der Ausatmung öffne nach links, beide Beine strecken, Schultern trotzdem entspannt. Nächste Einatmung, kommt zurück, kriege 1. Und Achtung, ausatmen, Krieger 2. Arme nach vorn und hinten ausgestreckt, rechten Fuß seitlich quer aufgestellt. Schieb die rechte Fußaußenkante in den Boden, entspann die Schultern. Prima. Dann atme ein hier. Und mit der Ausatmung komm in den ausgestreckten Winkel, linker Unterarm auf linkem Oberschenkel, rechter Arm zieht lang nach vorne, über den Kopf. Und dein linker Arm, der wird nicht einfach nur abgestützt auf deinem linken Oberschenkel, der hält dein Gewicht nicht, sondern er tippt nur ganz leicht deinen linken Oberschenkel an. Du hältst es hier aus der Kraft deiner Körpermitte. Beide Schultern sind weit weg von den Ohren. Der Atem fließt tief und gleichmäßig. Sehr gut. Wenn du eben schon in der gebundenen Variante warst, dann auch gern auf dieser Seite. Bring den rechten Arm dafür unter den Körper. Die linke Hand greift von unten unter deinen linken Oberschenkel hindurch, deine rechte Hand. Auch hier wieder daran erinnern, die rechte Schulter nach außen zu rotieren und optional dein linkes Bein zu strecken. Und dann bleib noch 2 Atemzüge in deiner Variante. Wenn du magst, gerne die Augen schließen, um wirklich ins Spüren, ins Wahrnehmen zu kommen. Nochmal tief ein und ausatmen. Wer in der gebundenen Variante ist, einmal rauskommen, nochmal in den ausgestreckten Winkel. Und dann mit der nächsten Einatmung geht zurück in den Krieger 2 und mit der Ausatmung kurbel dich nach unten in den dreibeinigen Hund. Einatmen, dreibeinige schiefe Ebene, aus Chaturanga. Ein, aufschauender Hund und aus, herabschauender Hund. 3 Atemzüge hier, ganz für dich. Verbinde dich wieder mit deiner tiefen Ein- und Ausatmung. Komm wieder mehr an bei dir. Dann atme ein hier. Und mit der nächsten Ausatmung komm an den Anfang der Matte. Ein, halbe Vorbeuge. Aus, Ganze. Ein, Arm über die Seiten heben, richte dich auf. Und aus, Hände vors Herz, Berghaltung, Tadasana. Super. Wir machen weiter mit unserer stehenden Balance, und zwar mit unserem Tänzer. Eine ganz wundervolle Haltung für mehr Energie, aber auch für mehr Erdung, Balance und Selbstbewusstsein. Dafür verlagere dein Gewicht auf deinen linken Fuß, auf dein Standbein und greife mit deiner rechten Hand deinen rechten Fuß. Finde hier erstmal die Balance, auf einem Bein zu stehen. Bring den linken Arm nach vorne und dann schieb deinen rechten Fuß so doll in deine rechte Hand, dass sich dein Oberkörper ganz von alleine nach vorne neigt. Und dann finde hier in deine Tänzerposition. Konzentriere dich am besten auf so einen Punkt am Boden, der sich nicht bewegt, oder auf den Punkt zwischen deinen Augenbrauen. Und dann schau mal, wie weit du gehen kannst, wie der Tänzer heute für dich aussieht, welche Form du ihm heute gibst. Das ist nichts, was ich dir vorschreiben möchte. Du bestimmst ganz alleine, was für dich machbar ist und was vielleicht nicht. Also lass dich nicht beirren von meiner Form oder von anderen Formen. Es findet alles nur im Außen statt. Versuch, diese Asana auch von innen zu erkunden.
zu spüren, wahrzunehmen, zu fühlen. Schenk dieser Haltung einfach 100% deiner Aufmerksamkeit und du machst alles richtig. Genau. Wenn du rausfällst, kommst du einfach wieder rein, gar kein Problem. Nochmal tief ein und ausatmen. Und dann ganz langsam löst wieder auf. Vielleicht mal die Beine kurz ausschütteln. Und dann mach dich bereit für den Tänzer auf der anderen Seite. Verlagere dein Gewicht jetzt auf deinen rechten Fuß, auf dein rechtes Standbein. Heb dein linkes Bein und greife mit deiner linken Hand von innen deinen linken Fuß. Auch hier erstmal wieder konzentrieren, Balance finden, auf einem Bein zu stehen. Und dann, wenn du soweit bist, bring den rechten Arm nach vorne und presst deinen linken Fuß so doll in deine linke Hand, dass sich dein Oberkörper ganz von alleine neigt. Und dann erforsche den Tänzer auf dieser Seite. Schieb dein Standbein in den Boden. Bleib fest in deiner Körpermitte. Spiel mit der Balance. Genau. Auch hier gerne wieder so einen Punkt am Boden fokussieren. Oder einfach auf den Punkt zwischen den Augenbrauen konzentrieren. Darauf achten, dass du wirklich deine Gesichtszüge entspannst, dass sich auch deine rechten Zehen nicht so sehr an den Boden festkrallen. Versuche, mehr Leichtigkeit zu finden in der Anstrengung. Oft fängt es bei unseren Gedanken an. Bleib noch 2 Atemzüge. Und dann langsam löst wieder auf. Schüttel gerne auch hier die Beine nochmal aus, die Hände nochmal aus. Wunderbar. Dann komm wieder an den Anfang deiner Matte. Bring die Hände vors Herz. Atme ein, Arme über die Seiten heben. Ausatmen, ganze Vorbeuge. Ein halbe. Ausatmen, schiefe Ebene. Einatmen hier. Und ausatmen, senk ab, halb oder ganz. Einatmen, Kobra oder aufschauender Hund. Und ausatmen, in den herabschauenden Hund. Einatmen hier. Und mit der Ausatmung laufe mit den Beinen nach vorne durch und komme ins Sitzen. Von hier aus bring die Hände unter deine Kniekehlen. Mach den Rücken ganz, ganz lang. Schieb dein Brustbein nach vorne. Und dann heb deine Unterschenkel weg vom Boden parallel zur Matte. Entweder lass deine Hände unter den Kniekehlen oder streck sie nach vorne aus für dein vollständiges Boot Navasana. Und dann halte hier. Halte. Lass deine Körpermitte arbeiten. Achte darauf, dass dein Rücken lang bleibt. Wenn du noch mehr willst, dann streck die Beine. Denk immer an den geraden Rücken. Dann atme. Wir bleiben hier für 5 Atemzüge. Oh ja. Eins, nochmal tief einatmen und ausatmen, 2, einatmen, ausatmen, 3, entspann die Schultern, bleib fest in der Körpermitte, einatmen, ausatmen, 4, sehr gut. Wenn du rund wirst im Rücken, lieber die Beine beugen. Und das letzte Mal einatmen. Ausatmen, 5, halte, 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 halte. Und dann löse auf, stell die Füße ab, umarm dich,
lass deine Stirn auf die Knie fallen. Kurz nachspüren, loslassen, entspannen. Wunderbar. Dann den Blick wieder heben, nochmal unter die Kniekehlen greifen und von hier aus Wirbel für Wirbel in Rückenlage kommen. Beine anwinkeln, umarmen, über den unteren Rücken kreisen. Lass die Augen geschlossen, die Schultern entspannt. Schenk dir hier so eine ganz angenehme Massage. Oh ja. Dann kreis in die andere Richtung, ganz genüsslich. Keiner hetzt dich. Du hast jetzt alle Zeit der Welt. Genieße deine Yoga-Praxis. Genieße diese Zeit nur für dich. Kann dir keiner mehr nehmen. Und dann pendel dich langsam wieder in der Mitte ein. Und komm von hier aus in deine Happy Baby Pose. Greife dafür deine Außenkanten der Füße. Und schieb die Füße in die Hände in die Füße. Um so deinen Hüften nochmal eine wunderbare Dehnung zu geben. Achte darauf, dass dein unterer Rücken möglichst flach am Boden bleibt. Und dann spiel hier so ein bisschen mit der Intensität. Schau mal, wie viel du reingeben kannst, wie viel du reingeben willst. Umso mehr Druck und Gegendruck du zwischen Händen und Füßen kreierst, umso intensiver wird's. Entspann deine Schultern und gerne wieg so ein bisschen von links nach rechts. Komm hier wirklich ins Spüren. Lass die Augen geschlossen. Und wer schon fortgeschritten ist, wer weitergehen möchte, kann gerne die Beine auch zu den Seiten ausstrecken. Greife dafür deine großen Zehen. Und wenn es sich gut anfühlt, dann wieg auch hier von links nach rechts. Ansonsten bleib einfach in deiner Ausgangsposition liegen. Spür die Dehnung deiner Beinrückseiten, deiner Leisten und die Länge im unteren Rücken. Und dann ganz allmählich löse wieder auf. Streck die Beine, zieh die Arme lang nach hinten über den Kopf. Mach den Körper mal ganz, ganz lang, zieh dich auseinander. Und mit der Einatmung halte. Und mit der Ausatmung einfach mal lösen. Noch einmal so, mit der Einatmung, Bauchspannung auf, zieh dich lang nach vorne und hinten, halte und ausatmen, lösen. Wunderbar. Und dann winkel die Beine wieder an. Streck die Arme zur rechten und linken Seite raus und für die abschließende liegende Drehung hüpf dein Becken einmal zur rechten Seite und dann lass deine Knie in Nabelhöhe zur linken Seite sinken. Der Blick geht zur rechten Hand. Wenn du magst, bring die linke Hand aufs rechte Knie. Dann bleib hier für ein paar tiefe Atemzüge in dieser liegenden Drehung, um die Wirbelsäule wieder zu neutralisieren, um dich im Loslassen zu üben, im Abgeben, im Entspannen und im Gutsein lassen. Erlaub deinem Bauch wieder weich zu werden. Erlaub deinem Atem wieder natürlicher zu fließen. Die Atemzüge kommen ganz von allein. Die Einatmung kommt und die Ausatmung geht. Nichts bleibt. Alles ist im Fluss. Alles ist in Bewegung. Noch zwei Atemzüge hier. Und
Dann komm mit der nächsten Einatmung zurück zur Mitte. Hüpf dein Becken so ein Stück nach links und lass die Knie in Nabelhöhe zur rechten Seite sinken. Der Blick geht zur gegenüberliegenden linken Hand. Wenn du magst, bring die rechte Hand aufs linke Knie. Die Augen gerne wieder schließen oder den Blick ganz weich werden lassen, ohne zu fokussieren, ohne festzuhalten. Und dann genieße es jetzt einfach nur, dich tragen zu lassen. Von dem Moment, von der Sicherheit, von der Erde unter dir. Entspann deinen Kiefer, nimm jetzt alle Mimik raus aus deinem Gesicht. Lass dein Körper einfach nur noch eine Hülle sein. Bring die Aufmerksamkeit nach innen, dahin, wo es wirklich wichtig, dahin, wo es wirklich wesentlich ist. Auch hier noch zwei ganz tiefe Atemzüge, ganz für dich. Dann komm mit deiner nächsten Einatmung zurück zur Mitte. Mach dich nochmal ganz, ganz klein, so einem Mini-Päckchen, bring die Stirn zu den Knien. Ein hier, halte die Luft an, halte, 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 halte. Und mit deiner nächsten Ausatmung lass die Beine nach vorne ausgleiten. Und mach dich bereit für deine Schlussentspannung. Für dein Shavasana. Gern zieh dir deine Socken wieder an oder was Langes über. Deck dich auch gerne zu mit einer Wolldecke, wenn du eine hast. Und dann lass deine Beine wirklich hüftbreit oder breiter liegen, dass die Zehen bequem nach außen rollen können. Fersen schauen sich an. Bring die Arme bequem neben deinen Körper, Handflächen zeigen nach oben, dass sich die Schultern wieder besser öffnen können. Gib dein gesamtes Gewicht ab. Schließ die Augen. Streich dir gedanklich die Falten von der Stirn und genieße deine wohlverdiente, tiefe, wundervolle Schlussentspannung, dein Shavasana.
Dann komm langsam wieder zurück. Vertief deinen Atem. Beweg deine Finger. Kreis die Handgelenke. Beweg die Füße, kreis die Fußgelenke. Bring langsam wieder Leben in deinen Körper zurück. Bring die Arme lang nach hinten über den Kopf. Streck und regel dich. Gähn. Mach das, was du jetzt brauchst, um zurückzukommen. Und dann finde in deinem Tempo über eine Seite den Weg zurück ins Sitzen. Bring eine Hand aufs Herz, die andere Hand auf den Bauch. Spüre hier nochmal den Kontakt zu deinem Körper, den Kontakt zu deinem Inneren, zu deinem Geist. Und dann sei dankbar für das, was du da gerade in den Händen hältst. Sei dankbar für diesen Körper, der dich von A nach B trägt, der dir die Welt, der dir die Abenteuer da draußen zeigt. Und dann verliere dich nicht zu sehr am Außen, sondern bring die Aufmerksamkeit immer wieder zurück nach innen. Dahin, wo du wirklich bist. Nimm dich an mit allen Stärken und Schwächen. Und schenk dir ein ganz großes Lächeln. Zieh die Mundwinkel nach oben. Grinse so doll, wie du nur kannst. Und dann geh genau mit dieser Einstellung, mit diesem positiven Gefühl, mit dieser neuen Energie raus in den Tag. Danke, dass du dabei warst. Namaste.